Die Oder im Herbst. Vielleicht war es dieser Anblick, der Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg zu der Bemerkung von dem etwas schwermütigen norddeutschen Charakter veranlasste. Wer auf der Suche nach unberührter Natur ist, der wird sie in der von den Jahrtausenden geprägten Flusslandschaft finden. Oder sollte man besser sagen, noch finden? Folgen wir dem Strom ein Stück flussabwärts. Seit Fontanes Zeiten hat sich entlang der Oder manches verändert. Sie ist Grenzfluss geworden. Am östlichen Ufer liegt Polen. Nur wenig entfernt blickt Friedrich der Große von hohem Sockel auf die Bürger herab. Das Denkmal erinnert an seine bleibenden Verdienste um die wirtschaftliche Erschließung des Oderbruchs. An der Ruine der altehrwürdigen Marienkirche in Wriezen lässt sich die einstige Bedeutung der Stadt als regionales Zentrum im Oderbruch erahnen. Sie wurde wie die gesamte Innenstadt noch zum Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört. Damit erlitt sie das gleiche Schicksal, das viele Orte an der Oder traf. Das Gotteshaus wird in mühevoller Arbeit teilweise wiederhergestellt. Wriezen lag früher unmittelbar an der Oder. Es war eine reiche Handels- und Handwerkerstadt. Vor allem lebte sie vom Fischhandel. Sie besaß den größten Fischmarkt der Mark Brandenburg. Geräucherte Fische gingen sogar bis in die fernen italienischen Städte. Der Fernhandel lag in den Händen der Wriezner Zunft der Hechtreiser. Kaum vorstellbar, dass diese Niederung einmal das Bett der Oder war. Alt-Wriezen ist eines der wenigen Dörfer im niederen Oderbruch, das seine ursprüngliche Form als Rundling mit dem typischen Mittelflurhaus im Fachwerkstil erhalten hat. Die Bewohner errichteten ihre Häuser zum Schutz vor den ständigen Überschwemmungen inselartig auf sandigen Erhebungen. Die Alt-Wriezener lebten von der Viehzucht und vor allem vom Fischfang. Neu-Lietze-Göricke ist die erste Kolonistensiedlung im Oderbruch. Auch hier wieder die landschaftstypischen Fachwerkhäuser. Es ist eines der langgestreckten Straßendörfer mit breitem Anger. Sie verdanken ihre planmäßige Anlage der 1753 einsetzenden friedrizianischen Kolonisation. Einwanderer aus ganz Europa wurden hier angesiedelt. Das gemütliche Gasthaus zum feuchten Willi kann auf eine lange Tradition des Ausschanks zurückblicken. Musik.
Typisch für das Oderbruch sind auch die weit verstreut liegenden einzelnen Bauerngehöfte, Lose genannt. Sie haben ihren Ursprung in der Neueinteilung der Feldmarken Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Grundstücke durch Los an die Bauern verteilt wurden.